Ich habe eure Sachen zusammen. Im Ernst? Gebt her! Sieht gut aus. Das wird ordentlich krachen. Damit bekommen wir die paar Felsen schon aus dem Weg, was? Ich werde die Substanz ansetzen. Gebt mir Bescheid, wenn ihr soweit seid. Dann gibt's hier einen ordentlichen Rums. Ja, gebt mir Bock zur Steinblockade. Dann lasst uns mal ein bisschen Lärm machen. Ha, das ist die richtige Einstellung. Auf geht's. Das wird ein Paukenschlag, der selbst den Göttern in den Ohren hallen wird. Kommt mit. Ja. Ach ja, die Wolfszeichen noch abgeben. So. Hier gibt's sogar noch Truhen für uns. Und er haut euch das Portal ab. Okay, Wolf beschwören. Göttliche Heilung 9. Und den der Einsiedlerring ist toll. Beinschienen und Dings. Lederkappe des Glaubens und meisterhafter kriegst euch. Okay. So, dann können wir das Portal nach Graufurt betreten, weil wir brauchen ja auch für den Hauptmann der Roten Legion oder den General der Roten Legion ein Hilfsmittel, um seine Augen zu behandeln. So, gucken wir mal. Was gibt es? Okay, der hat nichts zu sagen. Allerdings dürfte hier unten, genau, Henrik Karinsson sein, dem wir den Zwergenbrand bringen können. Und hi, Sandor. Du verfolgst uns ja auch immer noch. Sag mal, hab ich euch... Ja. Ich habe hier... Bleibt mir... Vielleicht diese Flasche Zwergenweinbrand? Zwergenweinbrand? Zeigt her! Bei... Tatsächlich. Gebt ihn mir! Gebt ihn mir! Ich schenke euch auch... Diese bronzene Statue dafür wollte ich eigentlich verkaufen, aber kein Händler gab mir Geld dafür. Dann habe ich auch noch ein paar Augengläser irgendwo mitgehen. Aber nein, die sind mir ja auf Lianon weggekommen. Hier, nehmt die Statuette. So, Zwergendienste wurde aktualisiert. Wir haben Henrik den Zwergenschnaps besorgt und dafür die Statuette gekriegt.
In Graufurt laufen allerhand komische Bürger rum. Ja. Ortank ist hier oben und da ist auch Seno, der Zahnbrecher. Dann gucken wir mal, was uns Ortank erstens aus dem Schattenstein formt und zweitens aus dem anderen, aus den Drachenschuppen. Ah, Krieger! Ich hoffe, das Geschäft läuft zufriedenstellend. Ich habe alle 5 Seelensteine gefunden. Wahrhaftig, die 5 Seelensteine. Bei den ewigen Feuern des Bergagor. Doch bevor ich sie formen kann, müsst ihr mir sagen, welche Waffe ihr wünscht. Ich könnte euch eine schwere, zweihändige Axt daraus herstellen oder auch ein leichtes Einhandschwert. Die Zauberwirkung der Seelensteine auf beiden wäre identisch. Oder ich fertige euch einen Eisenstab, wie er nur von Magiern und Zauberern benutzt wird. Ich wähle das leichte, einhändige Schwert. So sei es. An Parierstange und Griff. Die Kraft der Steine durchströmt den Stahl. Hier, das Schwert ist vollendet. Sind Drachlingschuppen Material genug für eine Rüstung? Nein. Bestenfalls ein Anfang. Daraus kann ich nur leichte, bewegliche Rüstungsteile fertigen. Um einen richtigen Panzer zu erhalten, braucht man auch die Schuppen eines echten Drachen. Nicht nur die eines Drachlings. Solltet ihr auf euren Reisen auf einen stoßen und die Begegnung überleben, dann kommt wieder zu mir. Ich werde euch einen Drachenpanzer formen. Okay. Wir haben jetzt nicht Bannwerk. Seelensteine abgeschlossen. Haben unter den aktiven Quests Drachenpanzer aktualisiert. Die Drachenschuppen sind gefunden. Nun kann Ortang die Rüstung fertigen. Die Drachenschuppen sind nur ein Anfang für eine Rüstung, während die Schuppen eines richtigen Drachen benötigst. Also geben wir die auch ab. Krieger! Ich hoffe, dass... Ja. Ich habe hier die Schuppen eines echten Drachen. Ihr habt einen Drachen erschlagen? Nied half's Gnade. Dann will ich euch den Panzer fertigen. Mit all meinem Fleiß und all meinem Wissen. Nehmt die Rüstung. Sie gebührt euch. Es ist mir eine Ehre, für euch zu schmieden. Ja, gucken wir mal. Kleine Klingenwaffen 7. Lebensraub auch noch. Leichte Kriegskunst 10 oder Stufe 25 oder Stufe, ja, Stufe 25. Ja, den würde ich dann gerne anziehen, wenn ich 25 bin. Das gebe ich zu. Für dich brauche ich noch 2 Stufen. Okay. Gehen wir mal weiter. Ah ja, Katarakt. Ah, Freund, ihr seid es wieder. Ihr versteht es, einem Augenkranken den Star zu stechen? Das habe ich schon mehrere Dutzend Mal getan. Und in den meisten Fällen ging es recht gut aus. General Thorn in Farlonsheim benötigt ärztlichen Beistand. Farlonsheim? Das ist mir zu weit. Doch ich kann euch alles sagen, was ihr wissen wollt. Hier, nehmt diese Nadel. Die getrübte Linse muss damit in die Tiefe des Auges versenkt werden. Dann können die Lichtstrahlen wieder durch das Sehloch ins Augeninnere fallen. Ich werde mich an eure Anweisungen halten. Aber seid vorsichtig.
eine falsche Bewegung und das Augenlicht ist für immer erloschen. Ja. Das heißt, wir haben hier eine Operationsnadel, um den Star zu stechen. Und langsam haben wir auch weniger Materialzeug hier. Gut, das heißt, jetzt geht's zu Tanara. Die ist oben irgendwo. Wisst ihr was? Wir können ja auch mal selber laufen. Gucken, was diese Leute noch so haben. Ah, hier hab ich... Ja, ich kann die eigentlich alle mal verkaufen. So. Bringt mir die Kriegerrune, was ist die große Frage? Du bist 14. Wie gut bist denn du? Wo ist er denn? Dich kann ich nicht benutzen, nein. Euer Mentalist wäre auch nicht schlecht. 3 Gold kann ich mir auf jeden Fall leisten. Und du, schwere Kriegskunst, große... Ja. Kaufen wir die 2 mal. Und... Ersetzen die 2 mal. Du warst doch der Mentalist, oder? Ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen sehr starken Mentalisten. Jetzt gehen wir noch zu Tanara, die beiden Aufgaben abgeben. Was ist mit der Händlerin hier? Die verkauft Zauber. Die Zone der Heilung, die hätte ich gerne. Dann zeig mir mal kurz Zauberbuch. So, das ist das Wichtigste. Ach, das kann ich auch noch mit dazu packen. Leben benutzen wir ja. Aber verkaufen tue ich an andere. So, hi. Ah, ihr schon wieder. Diesen Brief gab mir Turgon für euch. Turgon? Diese Ausgeburt einer Elenden... Seit Monaten warte ich auf eine Nachricht. Der kann was erleben. Das... Oh. Ach, Turgon. Verzeih mir, wenn ich das gewusst hätte. Es tut mir so leid. Ich... Ihr seid lange gereist, um mir diesen Brief zu bringen. Hier, nehmt das für eure Mühen. Und jetzt, lasst mich bitte allein. Okay, das war keine Quest. Ah, ihr schon wieder. Ich habe die Felsspinnenseide. Na endlich. Dann kann ich mich ja an die Arbeit machen. So, hier ist eure Robe. Bringt sie zurück zu Gaba, diesem hoffnungslosen Taugenichts. Ich habe die Seide. Nun, wurde auch Zeit. Ich werde gleich beginnen. Ich danke euch, dass... Still! Ich muss mich konzentrieren. So, hier habt ihr die Robe. Hervorragende Arbeit, wenn ich das bemerken darf. Nochmals, danke. So, das heißt... nicht nur, dass wir jetzt hier einiges losgeworden sind. Wir haben auch jetzt... feine Stoffe. Abgeschlossen.
Und dafür beliebige Magieart. Kannst du die tragen? Nein. Schade. Egal.